Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der Tomek. Das Bild von YouTube und Webvideo bei der älteren Generation ist oftmals schwammig und bietet deshalb auch ein enormes Konfliktpotenzial. Das merkte man spätestens an der Diskussion um Rundfunklizenzen für Streamer, bei welcher die Gruppe Pietsmiet und die Landesmedienanstalten reichweitenstarke Auseinandersetzungen hatten. Nun bietet sich für YouTube und die dazugehörige Subkultur die Chance, stärker in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. Am heutigen Sonntag, den 11.06., geht es im Tatort, welcher jeden Sonntag um 20 Uhr 15 im ARD läuft, konkret um das Thema YouTube und Livestreaming. Der Tatort selber erreicht wöchentlich 8 bis 10 Millionen Zuschauer und ist somit das erfolgreichste wöchentliche Format im deutschen Fernsehen. Die Hauptzielgruppe sind hierbei die über 45-Jährigen, also genau die Altersgruppe, welcher YouTube am ehesten kein Begriff ist. In dem heutigen Tatort, welcher aus Dresden kommt, geht es um den fiktiven YouTuber Simson, welcher Pranks ins Internet stellt und gerne auch livestreamt. In eben diesem Livestream wird er eines Nachts vor seinen Zuschauern ermordet. Die Kommissare ermitteln nun in den Tatort den genauen Tathergang und werden hierbei auch vor das Problem gestellt, dass ihr Chef keine Ahnung von der Materie Internet hat. Der Dresdner Tatort selber wurde allerdings von vielen Seiten bereits vor der Ausstrahlung scharf kritisiert. So empfand beispielsweise Spiegel Online als nervend, wie wenig er sich in Wirklichkeit um sein Thema schert. Wie einfältig er seine Figuren zeichnet, wie einfallslos er die gängigsten Klischees zum Klickkapitalismus zwischen Beauty-Shopping und Prankstertum aneinanderreiht. Auch NTV hat auf ihrer Website zu bemängeln, dass hierbei lediglich die gängigen Klischees bedient werden. Der Tatort selber passt gut in die heutige Zeit, da Pranks und Livestreaming einen großen Teil YouTubes darstellen. Ebenso wird die Frage aufgeworfen, wie weit öffentliche Selbstdarstellung gehen darf und was die Gefahren dabei sind. Es war in der Vergangenheit bereits oft so, dass der Tatort eine öffentliche Debatte ausgelöst hat, es besteht jedoch eine hohe Chance, dass es dieses Mal nicht anders ist. Was haltet ihr davon, dass der Tatort das Thema YouTube aufgreift und seid ihr zufrieden mit der Thematik oder eher besorgt, YouTube könnte in ein schlechtes Licht gestellt werden? In der Infokarte findet sich eine kleine Umfrage, gerne könnt ihr eure Meinung auch unten in die Kommentare schreiben. Da die ARD öffentlich-rechtlich ist, gibt es vom Fernsehprogramm auch einen Livestream im Internet, welchen wir euch unten in die Beschreibung packen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.